Die haben auch schon ganz schön viele Aktionspunkte, die Kollegen. Okay. Ich darf mich mal wieder hochheilen. Wir haben einige Stimpacks verbraucht. Und ich bin natürlich zu geizig, welche zu kaufen. Ich habe ja nicht schon genug Deckel oder so. Heieieiei. Da kann ich aber drei Kreuze im Kalender machen, wenn wir hier mal durch sind. Wie gesagt, es tut mir leid, aber dann sammeln wir jetzt eben einfach mal Erfahrungspunkte. Denn, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier einfach nicht weitermachen können später, aber dann haben wir immerhin Erfahrungspunkte gesammelt. Und von daher wäre das dann durchaus sinnvoll. Ja, die Narben sehen gut aus für einen Smalltalk. Kommt natürlich gut, wenn man erzählen kann, dass man der Auserwählte ist. Jawohl. Eieieiei. Naja, Cassidy ist anscheinend auch noch gut dabei. Na, Moment. Oh ja. Nachladen wäre auch nicht schlecht. Okay. Da hinten ist aber noch ein Centaur. Soweit ich weiß. Und hier gibt es auch relativ viele Leiter. Gucken wir später mal, wo die Reise denn hinführt. Okay. Ich bin aber echt froh, dass wir den Hund mitgenommen haben. Wir haben an diesem Außenposten ja wirklich alles erledigt. Wir haben den Hund mitgenommen, wir haben die Rüstung mitgenommen, wir haben Waffen mitgenommen, wir haben die Deathclaw befreit, die intelligente Deathclaw. Was ich, wie schon erwähnt, ein sehr interessantes Story-Element finde. Das eben mit den Deathclaws Versuche angestellt worden sind. Und diese dann eben intelligent wurden. Eieiei, das sieht auch echt schön aus hier. Der Centaur. Au. Okay, Kollege. Komm schon, Hände hoch. Oder was auch immer. Schwänzchen hoch. Der hat doch keine Chance. Hier unten sind noch zwei. Ich glaube, die sind aber schon angeschlagen. Und hier drüben sind auch noch mindestens zwei. Heieieiei. Okay. Halleluja. Okay, 2057 Erfahrungspunkte. Also wieder Zeit zum Speichern. Okay. Sehr gut. Hier unten haben wir noch zwei. Die wir jetzt auch noch erledigen. Es tut mir leid. Was sein muss, muss sein. Die Aliens sehen auch toll aus. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, zumindest haben wir ihn getroffen. Wie gesagt, aus solchen Entfernungen ist das manchmal kritisch bei unserem Charakter. Der trifft ja gerne mal daneben. Respektive auch mal die eigenen Kollegen. Wir haben schon oft genug mal unseren Hund erwischt oder Cassidy. Die freuen sich dann natürlich auch. Naja, wir teilen ganz gut aus. Offensivsysteme initialisiert.
Mal wieder. Ja, da liege ich flach. Genau, das ist noch ein Centaur und hier drüben ist, glaube ich, noch ein Alien. Und hier unten eben so ein Floater. Aber dann sind wir eigentlich good to go, ne? Vielleicht. Hinter der nächsten Tür warten dann bestimmt wieder 20.000 Aliens. Da kommt er. Genau, hier noch ein Alien. Eieieiei, das dürfte echt einer der längsten Kämpfe sein. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jemals so lange gekämpft habe. Aber nun gut. Jawohl, ach Gott sei Dank. Ja, Cassidy sollte mal aufpassen. Hier das Alien, was ich nicht treffen kann. Na komm, gehen wir mal hin. Eieiei. Cassidy kriegt hier ganz schön was ab. Ah, ich sollte mal nachladen. Wäre nicht schlecht. Zumindest treffen wir die Viecher. Centaur wurde kritisch getroffen für 118 Trefferpunkte, als der Schlag eine kritische Stelle trifft. Heilige nochmal. Das war ein guter Treffer. 118 Trefferpunkte. Cassidy, Cassidy. Also ich glaube, Cassidy geht soweit noch gut. Ich habe etwas Sorge um ihn. Ich meine, er ist ja ein guter Freund von uns. Also der Centaur, der hat hier ordentlich was abgekriegt. Wir haben ja eine kritische Stelle getroffen. Wenn ihr versteht. Das ging schnell. Drei Treffer. Dann hatten wir schon den Centaur hier erledigt. Okay, einmal hier nach drüben. Sehr schön. Okay. 20 Trefferpunkte. Wie sieht's aus? Hier unten sind, glaube ich, noch welche. Den hier sollten wir gleich auch erledigt haben, hoffe ich mal. Jawohl. Okay, sehr gut. 1850 Erfahrungspunkte und ein neues Level haben wir erreicht. Hier unten ist noch ein Floater. Hier hinten sehe ich vorerst nichts. Was ist denn hier? Ein Gitter. Okay, wir gehen nochmal hier nach unten. Und machen den Kollegen da platt. Okay, unser Hund. Können wir schon noch so einiges erkunden gehen? Na, den hier würde ich schon noch gerne erledigen. Auch wenn er sich gerade aus dem Staub macht. Nicht so schnell, Freundchen. Ja, ich glaube, der fühlt sich ziemlich in die Ecke gedrängt. Wortwörtlich. Schön, ich finde es immer wieder super, wenn die Viecher versuchen zu fliehen. Okay. Ah, da kommt er sogar noch an mir vorbei. Der Schlingel. Also wirklich viel dürfte der nun wirklich nicht mehr aushalten. Den haben wir ja schon vorhin verletzt. In unserer ersten Runde des Kampfes.
Die Musik gefällt mir auch, muss ich wirklich sagen. Passt einfach zum Ambiente. Irgendwie auch ziemlich mysteriös. Ja. Ach du Heilige, na komm schon, stell dich deinem Tod. Jetzt macht er hier wieder so einen großen Bogen. Ach Mann, ey. Der ist doch hier eingeengt, oder? Ach nee, der versucht da wieder. Ach nee. Ja, der hat hier einfach mal einen schönen Bogen gemacht. Ist echt herrlich. Finde ich aber schön, dass die wirklich um jeden Willen versuchen, jetzt abzuhauen, weil die eben kurz vor dem Krepieren sind. Finde ich schön, muss ich schon sagen. Ja. So, treuer Hund. Ich würde ihn jetzt gerne mal erwischen, wenn ich ehrlich bin. Eieieiei. Ah. Sogar getroffen. Immerhin, ne? Na komm schon, jetzt sollten wir ihn aber treffen. Das dauert ja Ewigkeiten. Die können sich auch so schnell fortbewegen, beziehungsweise über große Distanzen. Um Gottes Willen. Ganz ehrlich. Oder Moment, können wir den irgendwie von hinten erwischen? Also, ne? Meine Güte, das ist ja wirklich nervig. Einmal hier nach drüben. Jetzt. Moment. Na komm schon, jetzt. Ah, oh Mann, jetzt lass mich doch mal. Hi. Ist das jetzt dein Ernst? Der hat sich jetzt. Das ist doch nicht dein Ernst. Habt ihr gesehen, über welche Distanz der sich gerade bewegt hat? Ich habe den Kampf begonnen und er hat sich einfach um unfassbare Distanzen bewegt. Eieieiei. Also so langsam sollte der auch mal hinüber sein. Das dauert echt überhaupt nicht lange. Also ganz ehrlich, ich finde rundenbasierte Kampfsysteme eigentlich auch ziemlich gut. Kommt natürlich auch immer darauf an, um welches Spiel es sich handelt, aber das ist schon etwas langatmig hier. Wieso das? Der kann sich so weit wegbewegen. Was ist denn los? Ja. Ich meine, ich mache dem jetzt auch keinen ordentlichen Schaden mehr. Eieieiei. Ich würde den jetzt schon. Das gibt's doch nicht. Wie lange ich gerade brauche, um den zu erledigen. Ist ja schon eine Frechheit. Jetzt gammelt der hier irgendwo rum. Okay, wisst ihr was? Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Das gibt es echt nicht. Das ist wirklich ein Hohn. Also ich bin gerade etwas schockiert. Muss ich ehrlich sagen. Na gut, Leute, wir gehen mal in diese Richtung hier. Okay, der hat ziemlich üble Schmerzen.
Ich denke mal, das hat Cassidy gesagt. Bodengitter. Ich speichere gerade mal. Naja, wir haben zumindest Erfahrungspunkte gesammelt. Das ist schon mal einiges wert, behaupte ich einfach mal. Hier sind. Da ist jemand. Du siehst eine Frau mit besorgtem Gesichtsausdruck. Aha. Okay. Irgendetwas hat mich im Visier anscheinend. Komisch. Okay. Wir gehen mal zu der besorgten Dame hier drüben. Ich bin natürlich hier, um sie zu retten. Halt sie auf! Ah! Rette mich bitte! Sie wollen mich umbringen. Ja, ich glaube, diese komischen Tentakel wollen so einiges mit dir anstellen. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ja, wo sind denn die? Das war doch nur noch der eine hier hinten, oder? Was macht denn der? Das ist ja echt suspekt. Kann er jetzt mal sterben? Also, Entschuldigung, aber es wäre mir echt ein Vergnügen, wenn der mal abtreten könnte. Ich meine, der haut hier nur die ganze Zeit ab. Ach Moment, wenn wir der Dame geholfen haben, dann sollte uns ja eigentlich der Captain auch helfen. Will ich mal schwer hoffen. Oh nee. Das gibt's doch nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie viel HP der noch hat. Halleluja. Das gibt es ja nicht. Kann ich mal. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt Dax besuchen. Suchen. Ist Dax. Ich kann den Namen gerade nicht zuordnen, aber wie gesagt, ist schon wieder etwas länger her seit der letzten Aufnahme. Da du siegreich aus dem Kampf hervorgegangen bist, verdienst du 1000 Erfahrungspunkte. Wegen dem einen Floater haben wir 1000 Erfahrungspunkte erhalten. Bitte was? Oder war das ein extra Star? Ich habe keine Ahnung. Du siehst die Überreste von C-Alien. Ich sehe mich hier gerade mal um. Also der Captain müsste uns jetzt eigentlich weiterhelfen. Und hier ist übrigens der Überrest einer Bunkertür. Der Mechanismus zum Öffnen und Schließen der schweren Bunkertür wurde irreparabel beschädigt. Centaur, tot vor dir liegt. Und hier ist noch eine Leiche. Knochen. Der nichts dabei hat. So viel dazu. Ups, kann ich nochmal gucken? Nein, ich will. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ed. Ed ist tot. Du siehst Ed. Ed ist tot. Schön. Ach ja, sowas mag ich. Das sind Regale, oder? Keine Betten. Ja, ich glaube, das sind Regale. Ich meine, wir haben hier unten aufgeräumt, wir haben die Dame befreit, da sollten wir aber schon so eine kleine Belohnung kriegen. Will ich mal behaupten. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Natürlich. Ich glaube, hier steigt irgendwie Dampf auf. Ich dachte schon, das wäre hier eine Geistererscheinung. Dass wir hier irgendwie Obi-Wan oder Yoda treffen. Oder Anakin Skywalker. Das wäre natürlich was gewesen. Wäre natürlich irgendwie merkwürdig, aber hey. Aber anscheinend nur Dampf. Okay, genau. Moment, dann sehen wir uns hier nochmal um. Und dann gehen wir einfach mal. Ganz frivol zum Captain. Ich meine, wir haben ja die Dame hier befreit vor den komischen Tentakelmonstern. Das sollte nun wirklich
genug sein, damit er uns hier mal, dass er überhaupt mal mit uns spricht. Wir wollen ihm ja helfen, aber der, nö, er spricht nicht mit uns, erst wenn wir irgendjemandem helfen. Tolle Sache. Okay. Funktioniert nicht mehr. Eine LAA reinigt die verbrauchte Luft, um dem Komplex frische Luft zuzuführen. Diese hier ist kaputt. Das ist natürlich unschön. Lüftungsschlitz. Ein Haufen von etwas, das vielleicht mal eine Matratze gewesen sein könnte, bevor es verrottet ist. Wohl wahr. Okay, was haben wir hier? Du siehst ein Eingangssystem ohne Schloss. Eine Aufschrift besagt Tanker SHS benutzen. Ich weiß auch genau, wie wir hier reinkommen. Türsteuerungscomputer. Wir speichern nochmal. Weil ich's kann. Und in Fallout ist Speichern nun mal essentiell. Inventar. Warum hier denn? Knuffcam Tanker SAS. Moment, einmal wechseln. Achso. Muss ich ja hier anwenden, genau. Aha. Du erhältst 2000 Erfahrungspunkte. Klick. Das Licht auf der schwarzen Platte wird grün. Wie gesagt, diesen komischen, den Schlüssel hier, genau, kodierter Passierschlüssel, den haben wir ja schon vor einiger Zeit bekommen, aber den habe ich ja bewusst behalten, weil wir den ja jetzt auch benutzen können. Übrigens können wir hier noch nach oben. Gucken wir aber mal später. Ah, hier ist ja noch Computer. Gucken wir einfach mal hin. Flanieren wir mal nach drüben. Jetzt haben wir aber echt einige Sachen erledigt. Ich muss übrigens noch kurz anmerken, dass ich leider gerade krank bin. Also falls ich etwas sehr ruhig und leise spreche und eben, naja, nicht so häufig bzw. nicht so viel wie in den sonstigen Aufnahmen, dann entschuldige ich mich. Aber das hat mich echt bitterböse erwischt. Vor 2 Tagen war das quasi. Da ging echt überhaupt nichts. Und ich muss jetzt wieder aufnehmen, damit ich eben Folgen habe. Und ich habe in dem Sinn auch Lust aufzunehmen. Und der Hals hat sich, also beziehungsweise es hat mich komplett erwischt. Also überall Kopf, Hals, Extremitäten und so weiter und so fort. Aber eben besonders der Hals, den hat es richtig erwischt. Und Computer, können wir mal gucken. Können wir anscheinend nicht so viel machen. Und die letzten 2 Tage ging da wirklich überhaupt nichts. Und das Ganze hat sich jetzt wirklich sukzessiv verbessert. Also nach und nach. Und es geht jetzt wirklich. Also jetzt gerade im Moment ist es wirklich noch am besten. Also gestern und vorgestern ging echt überhaupt nichts. Ich fühle mich jetzt auch gerade nicht wirklich gut, ehrlich gesagt, aber gut genug, um aufzunehmen. Ein Stromgenerator vom Typ Watts Electrobox. Ziemlich typisch für Notstromaggregate vor dem Krieg. Okay, Cassidy heult uns rum, weil er ein Stimpak haben möchte. Können wir eigentlich Wissenschaft? Manchmal können wir die Wissenschaft auf den Computern anwenden. Na schön. Ich würde sagen, wir gehen mal hier nach oben. Da bin ich wirklich mal gespannt. Achso, da kann ich nicht rumgehen. Natürlich, weil hier ein Gabelstapler im Weg ist. Da kann man ja nicht irgendwie dran vorbeilaufen. Aber schön. Ach ja, ich mag das Spiel. Also, jetzt im Ernst. Ich meine, klar, es gibt so ein paar Kritikpunkte, aber ganz ehrlich, Leute, das Spiel ist von 1998. Und ich feiere es wirklich ab. Also Fallout 1 schon richtig genial und Fallout 2 nochmal ein Stück. Also
Beide absolut genial, aber Fallout 2 nochmal einen Ticken mehr. Und ich feiere das hier wirklich ab. Was haben wir hier? Okay, nichts Ungewöhnliches. Dann speichere ich hier gerade nochmal. Eieieiei. Meine Maus kommt mir auch ungewöhnlich langsam vor. Brauche vielleicht mal neue Batterien. Das ist eine kabellose Maus. Neueste Technik. Aha. Okay, genau. Hier drüben sind die Shops. Hier sind die Guns und hier werden die ganzen Kondome immer verkauft. Wunderschön. Aha. Hier kommen wir also nur hin, wenn wir uns da unten durchgekämpft haben. Monitor. Der Monitor funktioniert kaum noch. Du siehst einen Poseidonet-Navigationscomputer. Ich glaube, genau den Computer werden wir noch gut gebrauchen können. Okay, folgendermaßen. Wir heilen gerade mal kurz den guten Cassidy und wir sollten das Geek mal bald wirklich zu unseren Bewohnern bringen. Die sind ja wahrscheinlich schon halb am Verrecken und wir laufen hier die ganze Zeit rum mit dem Geek. Das wir auch, soweit ich weiß, noch in der letzten Aufnahme ergattert haben. Okay, Stimpak hier. Okay, dann reden wir aber nochmal mit dem Captain, bevor ich hier wieder irgendwelche Sachen auslöse. Das wäre aber wirklich optimal, wenn wir jetzt noch mit dem Captain reden können und dann das Schiff hier startklar machen. Das wäre richtig super. Wie gesagt, ich hatte Sorge, dass wir nicht mit dem Captain reden können, weil wir den komischen Typen nicht helfen konnten, der eben seine Niere vermisst. Die haben ja die Niere gefunden, aber der Doktor will ihm ja nicht helfen. Aber wir haben ja die Dame in Not gerettet. Und von daher sollte das eigentlich klar gehen. Ups. Okay, Cassidy, Cassidy. Ich würde gerne Cassidy heilen. Danke, Freund. Okay. Ich hoffe, dem Kollegen geht es jetzt etwas besser. Vielleicht, Moment. Ja, Kampfkontrolle, tauschen. Also er hat ja eigentlich gerade übrigens eine Power-Rüstung an, nochmal zur Erinnerung, die nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist das bewusst so gewählt. Finde ich ein bisschen schade. Wäre nämlich ganz cool, wenn der Kollege eben auch in einer Power-Rüstung rumlaufen würde. Aber theoretisch hat er ja gerade wirklich eine an, die auch soweit funktionieren sollte, wenn ich mich zumindest nicht irre. Uiuiuiui. Okay. Schlüssel. Ach ja, natürlich. Wir haben dem Kerl einiges zugesteckt. Er hat aber noch drei Stimpaks. Warum nimmt er die denn nicht? Merkwürdig. Okay, der Schlüssel. Der Flammenwerfer, der ist auch super. Mikrofusionszellen haben wir auch noch einige. Und Kleinenergiezelle auch. Wir haben echt viel Geld. Bin ich schon stolz drauf. So, sprechen. Und dann gehen wir mal zum Captain. Okay, ab nach oben.